Die Amerikaner haben schon immer ihre zahlenmäßige Unterlegenheit mit mächtiger Feuerkraft kompensiert. Doch Horsfall glaubt, genau solche Waffen haben der Ranger Task Force nicht zur Verfügung gestanden. Sie hatten keine Kampfhubschrauber, keine Raketen, keine Panzer. Und die Entscheidung, einen derart aggressiven Zugriff ohne all diese hilfreichen Dinge durchzuführen, hat sie zu einer sehr schwachen Truppe gemacht. Wir haben einen Kampfhubschrauber angefordert und darauf gehofft, weil er für uns in einer brenzligen Situation sehr hilfreich sein könnte. Wir haben keinen bekommen. Auch die Anfragen an die Regierung, Panzerfahrzeuge nach Somalia zu schicken, wurden zurückgewiesen. In einem robusteren Fahrzeug mit einer ordentlichen Panzerung hätten wir es schneller und viel sicherer durch diese Straßen geschafft. Man hat uns dorthin geschickt ohne ausreichende und passende Ausrüstung. Ohne Panzerung und starke Luftunterstützung mussten sich die Ranger auf die weniger geeigneten Humvees und Black Hawk Hubschrauber verlassen. Das waren politische Entscheidungen, die die taktischen Auswirkungen im Einsatz nicht berücksichtigten. Wieder einmal hatte sich die US-Regierung bei den Ausmaßen der Mission katastrophal verschätzt. Doch nicht nur auf höchster Ebene hat man nicht mit der Fähigkeit der Somalier zu einem derart massiven Gegenangriff gerechnet. Auch die Soldaten vor Ort planten ihren Einsatz falsch. Die Razzia sollte weniger als eine Stunde dauern. Daher ließen die Soldaten ihren Splitterschutz, Nachtsichtgeräte und selbst Feldflaschen mit Wasser in der Basis zurück. Alle hatten irgendwie ihren Verstand ausgeschaltet. Wir dachten, es sei der Mission sogar zuträglich. Man hatte weniger Gepäck und konnte direkt loslegen. Ich fragte Jeff, wie spät es ist. 2:30. Halb drei. Wie lange soll die Mission dauern? Etwa 45 Minuten. Okay, warum sollten wir bei einer Mission am helllichten Tage unsere Nachtsichtgeräte mitnehmen? Dumme Idee. Als die Nacht hereinbrach, waren sie nur noch eine kleine Truppe und umzingelt von zahlenmäßig weit überlegenen Feinden. Die Nachtsichtgeräte wären hier hilfreich gewesen. Es hätte damit womöglich viel weniger Opfer gegeben. Nun kennen wir die Zusammenhänge zwischen den unglücklichen Umständen, die zu der verlustreichsten Schlacht amerikanischer Truppen seit dem Vietnamkrieg führte. 68 Minuten vor dem Unglück. Ein Elite-Angriffstrupp soll im feindlichen Mogadischu eine Razzia durchführen. Man unterschätzt die Somalier und geht nach einem bereits bekannten Muster vor. Go. 40 Minuten vor dem Unglück. Der Feind weiß, dass die Soldaten im Anmarsch sind. 20 Minuten vor dem Unglück. Die Somalier nehmen die amerikanischen Black Hawk Hubschrauber ins Visier ihrer Granatwerfer. 61, die Soldaten verteidigen den abgestürzten Hubschrauber. Sekunden vor dem Unglück. Ein zweiter Black Hawk wird getroffen. Die Soldaten am Boden können nicht beide Absturzstellen sichern. Sie werden in Straßenkämpfe verwickelt, die sie nicht gewinnen können. Was als Routineeinsatz begann, ist zu einem verzweifelten Überlebenskampf geworden. 18 US-Soldaten sterben, 84 weitere werden verwundet. Militärisch gesehen war die Mission ein Erfolg. Die Zielpersonen wurden gefasst und Aidids Rebellenarmee stark geschwächt. Doch die Opfer unter den Rangern und die Fernsehbilder toter Soldaten, die durch Mogadischus Straßen geschleift wurden, zwangen die USA, alle Soldaten aus Somalia abzuziehen.
Die meisten Amerikaner konnten im Jahr 1993 Somalia noch nicht einmal auf der Landkarte zeigen. Wenn man eine Gruppe amerikanischer Soldaten in so ein Land schickt, unter dem Vorwand, den Vereinten Nationen bei einem Hilfseinsatz unter die Arme zu greifen, dann kann man nicht viel Toleranz für den Tod dieser Soldaten erwarten. Der plötzliche Truppenabzug hat viele Taskforce Ranger verärgert. Ich glaube, es gab keinen, der nicht wütend und enttäuscht über den Abzug war. Zu dieser Zeit und an diesem Tag war es die falsche Entscheidung. Es ist nicht leicht, dem Vater eines gefallenen Soldaten in die Augen zu blicken und auch noch nach Erklärungen zu suchen. Es war klar, dass wir den Abzug aus Mogadischu auf ewig bereuen würden. Wir haben unser eigentliches Ziel nicht erreicht, Mohammed Aidid zu fassen. Man kann noch so gut sein, immer wird jemand ums Leben kommen oder verwundet werden. Es wird Verluste geben. Das wird immer so sein, wenn man Soldaten auf solche Einsätze schickt. Aber es sollte sicher sein, dass der Zweck, für den man sie in den Krieg schickt, es auch wert ist, dem Land wert ist. Heute ist Somalia noch immer ein Kriegsschauplatz sich bekämpfender Clans und wird von Hungersnöten geplagt. Trotz des Eingreifens der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union scheint das Land der Lösung seiner vielen Probleme noch nicht näher gekommen zu sein.